Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Einheit über webbasierte Informationssysteme, welche speziell für die Bildung entwickelt wurden oder eben zur Bildung eingesetzt werden. Diese Einheit ist eigentlich eine Fortsetzung zu einem früheren Video, wo ich bereits erstmalig über solche Systeme gesprochen habe. Konkret damals über Learning Management Systeme, E-Portfolio Systeme, Personal Learning Environments und eben MOOC-Plattformen. Natürlich sind diese jetzt nicht alle möglichen Umgebungen. Ganz im Gegenteil, werden diese immer vielfältiger und auch umfassender. Es ist sogar eher schwierig, klare Abgrenzungen zu treffen zwischen Plattformen, Applikationen, Tools, Apps und so weiter. In diesem Video möchte ich noch ein paar wesentliche Umgebungen ansprechen, die häufig im Bereich der Bildung eingesetzt werden, um die Palette an Möglichkeiten nochmals eben zu erweitern. Man muss sich einfach lösen von dem Gedanken, dass es das eine System gibt, welches gebraucht wird. Hingegen gilt ein ganz anderer Grundsatz. Es gibt die eine, nämlich Ihre Lehre, und die gilt es zu unterstützen. Es steht also Ihr didaktisches Szenario, Ihr Lern- und Lernarrangement im Vordergrund, welches eben technisch unterstützt werden kann oder vielleicht auch gar nicht. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, welche Möglichkeiten sich bieten, und genau da hoffe ich, einen weiteren Beitrag leisten zu können. Insgesamt möchte ich Ihnen jetzt 6 weitere webbasierte Systeme oder auch Umgebungen vorstellen. Als erstes würde ich gerne über E-Assessment-Systeme reden. Wahrscheinlich denkt man da gleich an ein typisches Multiple-Choice-Quiz, wie Sie es vielleicht bei diesem MOOC eben verwenden oder vielleicht früher bei der Führerscheinprüfung vorfanden. Das ist nicht wirklich verwunderlich. Es ist nämlich die am öftesten verwendete Form der Computerprüfung. Und eigentlich war das schon in Verwendung, da gab es noch gar kein Internet. Aber diese Vorstellung grundsätzlich greift eigentlich viel zu kurz. Denn wenn man allein die Formen von Prüfungen oder auch Lernfortschrittskontrollen ansieht, scheint klar, dass man da wesentlich mehr braucht. Denn es macht schon allein einen Unterschied, ob man ein summatives Assessment, ein formatives Assessment oder ein diagnostisches Assessment durchführen will. So kann es zum Beispiel sein, dass man mittels einem Peer-Review-Verfahren möchte, dass Lernende sich gegenseitig unterstützen, und braucht dafür eine Möglichkeit. Kurzum, es gibt eigentlich ein sehr, sehr vielfältiges Angebot, wie man Prüfungen unterstützen kann und eben auch eigene Systeme, die eben genau für bestimmte Prüfungsformen entwickelt wurden. Das liegt daran, welche Rahmenbedingungen Sie benötigen. So kann zum Beispiel die Anforderung bestehen, sehr viele Personen gleichzeitig zu prüfen, wie es eben oft an Universitäten der Fall ist. Hier brauchen Sie eine sichere Umgebung, die auch in der Lage ist, viele Personen gleichzeitig parallel zu bedienen. Auch einen großen Raum mit entsprechender Ausstattung natürlich. Dafür gibt es dann verschiedene Systeme, wie zum Beispiel Perception oder auch die üblichen Learning Management Systeme. So verfügt auch das grundsätzlich größte Open Source System der Welt, Moodle, über ein umfangreiches Quizmodul. Umfangreich meint einerseits, dass Ihnen eben viele verschiedene Fragemöglichkeiten von Single Choice über Multiple Choice bis hin zu Drag and Drop oder auch offene Fragestellungen alles zur Verfügung steht, und andererseits diese auch beliebig arrangiert werden können. So können Sie aus einem ganz genau definierten Pool an Fragen eben x zufällige wählen lassen, definieren, wie viele Punkte Sie vergeben wollen, ob auch Minuspunkte möglich sind oder die Antwortzeit auch einen Einfluss haben soll. Was ich Ihnen aber noch abseits der technischen Möglichkeiten mitgeben möchte, ist, dass Computerprüfungen durchaus Vorteile haben. Das Schwierige ist dabei sicher nicht, ein System zu finden und das zu bedienen, sondern vielmehr sehr gute Fragen zu stellen, die weder missverständlich noch zu leicht sind. Die Kunst dabei ist, auch zumeist eine gute, falsche Lösung zu finden. Wenn Sie also Computerprüfungen durchführen möchten, nehmen Sie sich bitte vor allem Zeit, gute Prüfungsfragen zu erstellen. Einen Hinweis dafür bekommen Sie unter anderem auch aus diesem Buch zu hochschulübergreifender Leitfaden für den kreativen Teil bei der Erstellung anwendungsorientierter Prüfungsfragen. Das ist kostenfrei nutzbar und unter dem Link hier eben verfügbar. Ein zweiter und zunehmend immer wichtigerer Teil an Systemen sind jene, um Videokonferenzen durchführen zu können.
Ganz egal, wie immer das didaktische Setting aussieht, es geht um die Möglichkeit, Videocalls zu machen, so wie es Sie typischerweise auch schon mit Ihrem Smartphone gemacht haben. Wenn also die Notwendigkeit besteht, sich mit anderen synchron auszutauschen, mit Ton und Bild, unterscheidet man technologisch einmal zwischen zwei Möglichkeiten. Erstens Point-to-Point. Hier wird ein Bild und Ton von einem Endgerät zu einem anderen übertragen, sprich ganz klassisch eine sogenannte 1-zu-1-Verbindung. Das zweite wäre Multipoint. Hier sind Endgeräte und damit auch Personen gleichzeitig miteinander verbunden. Also wenn man so will, eine 1-zu-N-Verbindung, wenn man 1 als den Hoster einer solchen Videokonferenz bezeichnet und eben N die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dafür gibt es natürlich jetzt Hardware, Videokonferenzanlagen, die heute allerdings auch schon weitestgehend durch ausschließlich webbasierte Software verdrängt wurde. Warum? Da ja natürlich jeder Laptop oder jedes Smartphone, jedes Tablet bereits mit Webkamera, Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet ist. Es steht also dadurch auch eine Teilnahme an solchen Konferenzen nichts mehr im Wege. Software gibt es dazu grundsätzlich wie Sand am Meer. So kennen Sie selbst sicher übliche Software wie den Facebook Messenger, Skype, WhatsApp, wo Sie solche Videocalls durchführen können und haben sicher auch schon den einen oder den anderen dafür genutzt. Vor allem auch durch die zunehmende Bandbreite ist dieser eben in den letzten Jahren marktauglich geworden und damit auch weit verbreitet. Schwierig ist es eher, wenn Sie tatsächlich einen Virtual Classroom, also einen synchronen Unterricht über das Netz durchführen wollen. Denn dann brauchen Sie die Möglichkeit, mit vielen, vielleicht sogar über 100 Personen in einem Raum zu sein und möchten dort zum Beispiel Ihre Folien anzeigen, Ihren Bildschirm teilen, Abstimmungen durchführen oder auch einen Chat unterhalb der Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglichen. In diesem Fall müssen Sie dann auf große Videokonferenzsysteme wie zum Beispiel Adobe Connect, Zoom, IZone oder WebEx zurückgreifen. Das kostet natürlich dann doch einiges, aber dafür ist es dementsprechend funktional und auch stabil. Da diese Software eben auch deutlich komplexer ist, braucht es eine entsprechende Einarbeitungszeit und auch ein gewisses Know-how im Handling und im Support. Aus Erfahrung kann ich Ihnen mitgeben, dass solche virtuellen Räume derzeit keinesfalls den Präsenzunterricht ersetzen können, aber Sie haben vielleicht so die Möglichkeit, Personen zu erreichen, wo dies sonst nicht möglich gewesen wäre. Ein weiteres Thema sind sogenannte Audience Response Systeme. Das sind Systeme, mit denen man eben Reaktionen aus einem zumeist sehr großen Publikum einfangen kann. Vergleichbar ist das mit dem Publikumsjoker bei der Millionenshow, wo die Moderatorin oder der Moderator eben eine Frage stellt und dann das Publikum mittels eines Klickers sich für eine Antwortlösung entscheiden kann. Und genau so war das auch mit den ersten Ausführungen im Hörsaal. Das Problem ist natürlich, dass sich für jede Person jetzt eben so einen Klicker brauchen, also eigentlich einen Hardware-Teil. Und das ist natürlich neben einer Kostenfrage auch eine gewisse logistische Herausforderung, wenn Sie daran denken, dass Sie diese natürlich jetzt erst austeilen müssen und am Ende auch wieder einsammeln. In der heutigen Zeit ist man daher zunehmend auf eine webbasierte Lösung ausgewichen und nutzt anstelle dieser Klicker einfach die mobilen Endgeräte der Studierenden. Kurzum, die Fragen werden also über das Web gestellt. Die oder der Studierende ruft dann eine entsprechende Seite einfach auf und stimmt ab. Beantwortet also diese Frage. Das ist durchaus so einfach, wie es auch klingt und birgt eben die unglaubliche Möglichkeit, so ganz schnell in Interaktion mit den Studierenden zu kommen. Aber bevor ich das vielleicht jetzt sehr lange erkläre, machen wir doch selbst ein praktisches Beispiel. An der TU Graz verwenden wir als AES-AES-System die Software Feedbacker. Ich logge mich hier ein und stelle Ihnen hier eine Frage. Die Frage lautet, haben Sie schon jemals ein AES-System benutzt? Sie haben zwei Antwortmöglichkeiten, ja oder nein. Und nun ist die Frage auch live geschaltet. Sie rufen jetzt diese Frage über diese eingeblendete URL auf und stimmen einfach ab. Ich stoppe in diesem Fall jetzt nicht,
weil ich die Frage eben als Demo laufen lassen möchte. Aber wenn Sie das natürlich jetzt tun würden, würden Sie sofort die Auswertung sehen. Auch alle Teilnehmenden würden diese Auswertung sehen. Und mit so einer solchen Software können Sie eben ganz verschiedene Lehr-Lern-Szenarien umsetzen. Sie können dies tun, um Ihren Unterricht zum Beispiel zu unterbrechen, einfach natürliche Unterbrechungen einbauen. Sie können dies tun zur Selbstkontrolle, zur Nach- und Vorbereitung des Unterrichts und vieles mehr. Sehr verbreitet, gerade im Schulbereich, ist auch eine ähnliche Software, und zwar die Software Kahoot, die zwar spielerischer aufgebaut ist, aber im Prinzip das Gleiche macht. Als nächstes möchte ich noch den Bereich der Autorensysteme ansprechen. Darunter versteht man Software, mit denen man eben Lehr- und Lerninhalte erstellen kann. Das muss nicht zwangsläufig webbasiert sein, kann auch durchaus eine lokal installierte Software sein. Auch haben wir gemerkt, verschwimmen diese Systeme sehr stark. Das heißt, man kann damit vielleicht sogar Animationen erstellen, Videos schneiden, diese beschriften, um damit zum Schluss ein gesamtes Lernobjekt zu kreieren. Das heute vielleicht interessanteste an solcher Software sind jene, die man zur Erstellung von E-Books verwendet. Wobei das Buch in dem Fall als interaktives Buch zu verstehen ist. Das heißt inklusive Videos, Interaktionen, Links und so weiter. Also viel mehr als ein Buch. Es ist eigentlich mehr so eine umfassend didaktisch aufbereitetes Lernobjekt, wo Sie die technischen Möglichkeiten des Webs nutzen können. Eine solche Autorensoftware wäre zum Beispiel https://i.diagraz.at. Und auch hier basiert die Idee grundsätzlich darauf, dass Sie im Prinzip HTML, XML-Code erzeugen und dieser wird danach in beliebige Ausgabeformate konvertiert, zum Beispiel EPUB, HTML, PDF. Kurz ansprechen möchte ich auch das Thema Online-Labore oder Remote-Labore. Dabei unterscheiden sich diese von Simulationen oder Experimenten dadurch, dass sie nicht nur selbst auch virtuell sind, aber zusätzlich eben nicht nur vor Ort im Labor durchgeführt werden, sondern ferngesteuert sind. Das bedeutet, man steuert ein oftmals reales Gerät über die Ferne und führt einen Versuch, ein Experiment durch. Natürlich scheint da auf dem ersten Hinschauen der Nachteil zu sein, dass man das Gerät nicht real bedient. Allerdings ist so vielleicht eine effizientere Nutzung über Laborzeiten hinaus oder überhaupt eine Zugänglichkeit möglich. Vielleicht kann man so auch das Gerät öfters verwenden, mehr damit üben. Und es scheint so, dass die didaktischen Szenarien nahezu unerschöpflich sind. Es ist derzeit eigentlich eher noch oft kostspielig, aber deutlich im Kommen. Abschließend möchte ich noch kurz den Begriff der immersiven Lernumgebungen vorstellen. Dabei handelt es sich um Umgebungen, wo die oder der Lernende in die Umgebung eintauchen kann oder vielleicht sogar Teil der virtuellen Umgebung wird. Dies ist vor allem durch die zunehmenden Angebote im Bereich der virtuellen Realität immer mehr im Kommen. So können Sie vielleicht möglichst real sich an virtuelle Orte begeben, Situationen erfassen oder auch historische Dinge betrachten. Selbst virtuelle Experimente können nachgestellt durchgeführt werden. Und je nach Device wird natürlich das Eintauchen in eine solche Welt immer weiter und tiefer gehen. Also wie ich eingangs betont habe, nehmen solche Systeme jetzt zu und sind natürlich ständig im Umbruch. In dieser Einheit habe ich jetzt über E-Assessment-Systeme, Videokonferenzsysteme, Audience-Response-Systeme, Autorensysteme, Online-Labore und immersive Lernumgebungen gesprochen.